Für die Demonstranten in Belarus war es der 50. Tag ihres Protestes gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Wie an jedem Sonntag seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August haben sich auch diesmal wieder Zehntausende zu einem Demonstrationszug zusammengefunden, trotz gesperrten U-Bahn-Stationen und abgedrehtem mobilen Internet. Während der Kundgebung wurden rund 200 Personen verhaftet. Alexander Lukaschenko hatte sich am Mittwoch ohne vorherige Ankündigung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit für eine sechste Amtszeit vereidigen lassen. Die belarussische Demokratiebewegung erkennt ihn nicht als Präsidenten an. Für sie ist sie die Gewinnerin der Präsidentschaftswahl, Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Sie twitterte am Sonntag zur Unterstützung der Demonstranten: Es gibt Millionen von uns, wir werden gewinnen.